So, willkommen zu einem neuen, ja, vlogartigen Video. Ich habe ein Paket bekommen, beziehungsweise mir etwas bestellt. Und das möchte ich unbedingt mit euch auspacken. Ja, es ist dieses Paket hier. Es ist jetzt ziemlich fett, deswegen stelle ich es mal so an die Seite. Ja, ratet auf jeden Fall mal, was in diesem Paket drin sein könnte. Schreibt es einfach mal jetzt in die Kommentare und haltet das Video eben an und dann schaut ihr weiter. Ich mache das jetzt auf jeden Fall mal mit euch auf und dann schauen wir mal, was da drin ist. Also ich weiß ja schon, was drin ist, aber ihr halt eben nicht. Da erstmal ganz viel Papier. Dann ist hier noch ein kleineres Paket drin. So. Das machen wir auch mal eben auf. So, jetzt haben wir das Ganze hier offen und haben hier wieder, kann das erkennen, drei Kartons, 1, 2, 3, drin. Und auf dem einen konnte man jetzt, glaube ich, schon erkennen, was es ist. Aber ich packe erstmal die anderen aus. Ja, einmal eine braune Box, dann noch eine weiße Box. Noch eine weiße Box. Und jetzt drehe ich, wenn ich das hier umdrehe, dann wisst ihr auf jeden Fall, was es ist. Weil es ist vorne drauf. Und zwar ist es. Ta-da-da-da. Eine Drohne. Ja, es ist, ich habe lange überlegt, ob ich mir eine holen soll. Und habe mich dann jetzt letztendlich dazu entschlossen, doch eine zu holen. Weil ich unbedingt ja, Luftaufnahmen machen wollte. Und ja, keine Ahnung. Es ist jetzt. Das ist das Paket mit den Zusatzakkus und der Tasche. Ich packe das jetzt noch eben alles aus und dann werdet ihr sehen, was da alles drin ist. Ja, womit fange ich an? Die Drohne machen wir am Ende und ich fange erstmal mit dem braunen Karton an. Und da müsste eigentlich diese Tasche drin sein. Das ist die Tasche. Ja, da passt eben die Drohne rein und so weiter. Ich zeige euch das gleich nochmal. Dann machen wir weiter mit eben diesem Karton hier. Ja, 1000 Kartons. So, das ist alles in diesem Karton hier drin gewesen. Ja, was haben wir hier alle? Das sind einmal Ersatzrotoren oder Propeller, wie auch immer. Dann ein Ladeadapter fürs Auto, damit man die Akkus unterwegs laden kann. Dann allgemein so eine Ladestation, wo man, ja, ich glaube, 4 Akkus gleichzeitig laden kann. Dann ein Powerbank-Adapter, da kann man dann auch seine Powerbank anschließen und seine Drohne dann eben über die Akkus dann an der Powerbank laden. Und 2 Ersatzakkus. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen richtigen Paket. Krass. Heftig. Ja, hier. Das ist die Drohne. Die ist krass klein. Ich dachte irgendwie, sie wäre viel größer. Also die Mavic, das ist auf jeden Fall die DJI Mavic. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ja, das ist, glaube ich, so mit einer der kleinsten Drohnen, die es so gibt. Beziehungsweise, ja, eben... Guckt euch das einfach an. Das ist einfach mega klein. Ich habe jetzt leider nichts hier zum Vergleichen. Ich könnte mein Handy nehmen. So, wenn man das jetzt nimmt, dann haben wir... So, dann haben wir hier die Drohne und als Größenvergleich dazu hier mein iPhone 6. Das ist... Ja, erkennt man das gut? Einfach doppelt so groß oder so. Also echt mega klein. Und ja, die klappt man dann eben hier so auf. Ich denke, ihr kennt die alle. Zack. Und dann ist die Drohne auch schon ja, flugbereit, beziehungsweise man muss ja eben noch die 2 Rotoren hier dran machen, die jetzt gerade nicht dran sind. Und dann kann man schon losfliegen eigentlich. Das ist echt krass. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, dass ich jetzt wirklich hier so eine Drohne in der Hand habe. Und dann haben wir eben ja, die Drohne und die Fernbedienung. Ups, ist noch ein Teil. Da haben wir die Fernbedienung noch.
Da hat man eben diese Signalteile. Wie klappt man die aus? Ah, also die Signale klappt man dann doch hoch, wie ich dachte. Aber es ging halt noch ein bisschen schwerer. Und hier unten, die klappt man auch einfach raus. So, ich sollte das eher noch zeigen. Klappt man diese Teile raus und dann kann man eben sein Handy, wenn man es jetzt nicht gerade in der Hülle hat, hier unten reinklemmen. Ich mache das gerade mal kurz, dann könnt ihr das ein bisschen besser erkennen, was ich so meine. Naja, irgendwie kriege ich es gerade noch nicht so ganz gebacken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das dann so die Fernbedienung, also auch ziemlich, ziemlich klein. Und das Ganze ist halt ja einfach ziemlich reisefreundlich, diese Drohne. Man kann sie einfach mal eben mitnehmen, eben in der Tasche, die ich jetzt noch habe. Wartet. Hier in der Tasche und die nimmt auch nicht so viel Platz weg. Das war eigentlich auch so der Hauptgrund, weswegen ich mich eben für die DJI Mavic entschieden habe, weil ich sie eben auch mitnehmen will und nicht so eine Riesendrohne transportieren möchte, sondern eben was Kleines, Handliches habe. Und ja, sie ist auch einfach extrem ja, gut, was die Daten so angeht, also 4K-Aufnahme und so weiter und 1000 Funktionen und sowas. Da muss ich erstmal noch gucken, wie das Ganze so funktioniert. Dann haben wir hier drin noch Anleitungen. Gehört ja wie immer dazu. Und ein Ladekabel für die Akkus, denke ich mal. Und was haben wir hier noch? Oh, 1000 andere Kabel. Das ist alles, was jetzt drin war. Ja, mein Handy jetzt nicht, aber sonst, ich schiebe euch das eben nochmal hier in die Mitte, dann seht ihr das alles. So, das ist jetzt alles, was in diesen ganzen Paketen eben drin war. Und ist eigentlich genau das, was ich eben erwartet hatte. Und vor allem wollte ich ja eine Tasche haben hier, wo ziemlich viel reinpasst. Und ich mache die jetzt mal auf, damit ihr die auch mal seht. So, so sieht das Ganze von innen aus. Man hat eben hier Platz für die Mavic. Dann noch, mein Gott, für die Fernbedienung irgendwo hier und Ersatzakkus und alles passt irgendwie rein. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Und zum Thema Ersatzakkus, Ersatzakkus wollte ich auch unbedingt haben. Weil die Flugzeit ist, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas. Und ja, es ist schon nicht wenig, würde ich sagen. Aber vor allem, wenn man unterwegs ist, dann ja, braucht man einfach mehrere Akkuladungen. Und die habe ich dann jetzt eben. Und ich würde sagen, als nächstes testen wir die Mavic einfach mal. Und dann nehme ich euch bei meinem ersten Flug auch mit. So, jetzt nicht abschalten. Das kommt nochmal ein kurzer Nachtrag. Und zwar habe ich jetzt es geschafft, mein Handy hier anzuschließen an die ganze Fernbedienungsding hier. Und zwar habe ich jetzt hier unten mein Handy halt. Und hier oben ist die Fernbedienung. Das sind die Antennen. Und dann sind hier hinten noch 1000 Knöpfe drauf, irgendwelche Räder zum Kamera verstellen. Hier oben Knöpfe, da hinten Knöpfe und ja, eben hier diese Steuerknüppel. Sieht man die? Da, die Steuerknüppel. Ja, das Ganze kann man sich vorstellen wie ein Controller, also ein PlayStation Controller oder so. So ungefähr fühlt sich das Ganze auch in der Hand an. Also ein bisschen größer, aber ja, so vom Ding her ist es ja genau so. Und dann habe ich noch diese zwei Säcke hier gefunden. Kennt man das? So, die zwei Säckchen. Da waren eben die Propeller drin, oder Rotoren, ja, für die hintere Seite. So sieht das Ganze aus. Kann man halt so klappen und so weiter. Die habe ich jetzt hier hinten schon dran gemacht. Ups, sieht man vielleicht hier. Die waren eben noch nicht da dran. Ja, ist ein ganz einfaches Prinzip. Man dreht die einfach nur irgendwie da rein. Und ich habe, wie man jetzt sehen kann, auch den Akku hier rausgetan. Ja, so ein Akku sieht so aus. Ist an sich gar nicht so groß, aber vom Gewicht her ungefähr so schwer wie das ganze Teil. Und man kann jetzt eben hier drauf drücken auf diesen schwarzen Knopf und dann blinken hier die Lampen und zeigen einem eben an, ich zeige euch das nochmal, so, zeigen einem an, ja, wie voll eben der Akku ist. Und ich habe die anderen auch ausgepackt und die sind alle halb geladen, deswegen muss ich jetzt erstmal die alle aufladen, damit ich dann eben fliegen kann. Ja, das mache ich jetzt und schaue noch ein bisschen rum, was alles so zu Ende auszupacken und dann sehen wir uns jetzt endlich fliegen. Also ich bin jetzt draußen und lasse jetzt mal die Drohne fliegen. Das Wetter ist leider nicht ganz so super, aber ja, ich will die jetzt unbedingt mal ausprobieren und deswegen ja, nehme ich jetzt das schlechte Wetter in Kauf und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil das Wetter sieht echt nicht so super aus und sieht ein bisschen nach Regen aus. Deswegen ja, mache ich das jetzt eben fertig und dann seht ihr jetzt ein paar Luftaufnahmen.
waren jetzt meine ersten Flugversuche so mit der Drohne und ich muss sagen, es ist echt ziemlich, ziemlich einfach. Also auch für Anfänger echt gut geeignet. Und ja, das war es jetzt auf jeden Fall auch mit dem Video. Ich hoffe, da sind ein paar coole Aufnahmen entstanden. Ich weiß nicht so ganz, es ist halt ziemlich schwer zu sagen. Ja, und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüssi!